Zweieinhalb Jahre hat Edith Lucca ihren 10-jährigen Sohn nicht gesehen. Ihr Ex-Ehemann hat das gemeinsame Kind mitgenommen und nicht mehr wieder zurückgebracht. Die Kronenzeitung trifft die Gastromanagerin in Pingau. Sie erzählt ihre Geschichte. Am Tisch mit dabei ihr Anwalt Alexander Schubert. Zum Anfang. Die gebürtige Rumänin war seit 2004 mit dem Vater des Kindes liiert. Beide sind im selben Ort aufgewachsen. Gemeinsam sind sie nach Österreich gegangen. 2013 hat die Hochzeit stattgefunden. 2014 ist ihr gemeinsames Kind zur Welt gekommen. 2021 dann die Scheidung. Im selben Jahr im Juli macht der Ex-Mann mit dem Sohn Urlaub. 3 Wochen in seiner Heimat. Doch aus den 3 Wochen sind 5 geworden. Und das in Schweden bei Angehörigen ohne Absprache. Über die einwöchigen Semesterferien hat der Mann den Buben wieder zu sich genommen. An das Zurückbringen hat er nicht gedacht. Er hat sich selber davon überzeugt, er ist rumänischer Staatsbürger und das ist halt sehr nobel zu sagen, ich mache das für meinen Sohn. Nur das schützt dich ja nicht vor dem Gesetz. Scheiße gebaut, nicht gebaut, nach jeder Seele. Konsequenzen kommen, früher oder später. Tränen, Sorgen, Wut, all die Emotionen haben sich aufgestaut. Am nächsten Tag ist sie zum Anwalt und zur Polizei gegangen. Was der aufführt, das ist Kindesmisshandlung. Es ist ganz klar, was die Ursache für das Ganze ist. Also er hat Scheinbehauptungen aufgestellt. Wahrscheinlich nimmt man an, auch gegenüber dem Sohn. Die böse Mama, die will ja nur und zum Schluss will sie dich ja nur wegnehmen. Und das Ganze war gedeckelt oder gemantelt damit, dass er gesagt hat, bleib du bei mir, wenn es lange genug da bist, dann könntest du dich mir nicht mehr wegnehmen. Das ist der Hintergedanke von dem Ganzen. Während dem Verfahren erzählt Lucca ihrem Sohn die Beziehung zu ihrem Ex-Mann. Ich habe nie was Negatives über seinen Papa gesagt. Auch während unserer Betrennungszeit, auch während der Scheidungszeit nicht, auch während dieser kurzen Gelegenheiten, die ich hatte. Ich habe nie diese Gespräche angefangen, nie was Negatives gesagt. Aber jetzt ist es soweit. Das sind nun mal unsere Karten, mit denen müssen wir spielen. Und das ist unsere Realität. Das ist passiert, das ist die Version, was den Papa dir erzählt hat. Während Lucca gut über den Vater ihres Kindes gesprochen hat, stellt ihr Ex-Mann den Anwälten was anderes dar. Sämtliche Gerichtsunterlagen gelesen, ich hätte meinen Sohn tagelang im Hotelzimmer eingesperrt und solche Geschichten. Also er hat falsche Vorwürfe und sowas. Unendlich viele. Und von dem Moment an, ich habe jede Gelegenheit genutzt, Zeit mit ihm zu verbringen. Letztes Jahr zum Beispiel war ich ja jeden zweiten Monat in Rumänien, wenigstens eine Wochenende. Dann ein Licht am Ende des Tunnels. Im Herbst 2023 ist dem Ex-Mann die Obsorge entzogen worden. Im April 2024 hat der Strafprozess im Salzburger Landesgericht stattgefunden. Doch der Vater ist nicht erschienen. Die Richterin hat einen EU-Haftbefehl erlassen. Die Furcht vor der Haft hat Wirkung gezeigt. Denn seit dem 6. Juni sind Mutter und Sohn wieder vereint. Die Obhut hat der Vater nicht mehr. Jetzt ist er nicht mehr obsorgeberechtigt, der was genommen und irgendwas ist, das hat alle aufgehört. Das dauert jetzt keine 2 Wochen. Ja. Das lädt die Aussage locker und die erlässt am selben Tag den EU-Haftbefehl und der ist noch nicht in Siebenbürg angekommen. Da steht die Polizei schon dort. Lucca will endlich abschließen. Besuche gestattet sie nur unter Kontrolle. In Angst leben will sie nicht.